Hi, ich bin der Luca und willkommen zu diesem Video. Das heutige Thema für dieses Video ist das Thema Selbstfindung, beziehungsweise wie ich persönlich einfach herausgefunden habe, dass ich trans bin und mich dann schlussendlich auch dazu entschieden habe, diesen Weg zu gehen. Ich mache das Video aus dem Grund, weil ich einfach sehr oft die Frage eben bekomme, wie ich es denn herausgefunden habe, und ich versuche dann immer, klar, in der Nachricht zu antworten, aber es ist ziemlich schwierig, das Ganze in einer Nachricht zu schreiben, weil es einfach eigentlich ein riesen Thema ist. Mit einer ganz großen Geschichte eigentlich dahinter, weil man das ja nicht irgendwie von heute auf morgen herausfindet. Und ja, deshalb dachte ich mir, ich mache ein Video dazu und erzähle euch einfach mal, wie ich einfach das herausgefunden habe oder wie ich das bemerkt habe. Dafür müssen wir uns irgendwie auf eine kleine Zeitreise sozusagen begeben, weil ja das Ganze natürlich schon seinen Ursprung quasi in der Kindheit hatte. Bei mir war es jedenfalls so. Ich erzähle euch das auch einfach, weil es gibt ja keine Anleitung dafür, so wie finde ich heraus, dass ich trans bin, sondern jeder hat irgendwie diese Challenge für sich selber, das irgendwie damit ja zurechtzukommen und das herauszufinden. Natürlich bemerkt man es, aber ihr werdet es gleich sehen, wenn ich einfach, oder gleich hören, wenn ich davon erzähle, dass halt einfach viele umwelttechnische Gründe es einem einfach erschweren, das Ganze herauszufinden und es dann auch für sich selbst zu akzeptieren. Und deshalb reden wir einfach nicht mal länger drum rum und fangen einfach an. Let's go! Genau, wie schon gesagt, wir müssen irgendwie eine kleine Zeitreise machen, damit ich einfach euch erzählen kann, wie das Ganze begonnen hat oder ja, wie ich gefühlt habe. Das Ganze hat einfach schon begonnen, seitdem ich eigentlich denken kann, seitdem ich das Bewusstsein habe, dass ich auf dieser Welt bin und seitdem ich auch weiß, dass es halt ja irgendwie Mädchen und Junge gibt, quasi als Kind. Soweit wie ich mich erinnern kann, ja, war das halt im Kindergarten so mit 3 Jahren, ja, dass ich halt einfach ein Junge sein wollte, wie meine Freunde auch. Und ich habe schon gewusst, dass ich es nicht bin, weil einem ja sehr früh eigentlich aufgezeigt wird, dass es halt Mädchen und Jungs gibt. Und das weiß man doch eigentlich schon ganz früh. Und es wird ja auch, wenn wir jetzt zu diesen Gender Stereotypes kommen, natürlich auch unterschieden bei Klamotten, bei Spielzeug und alles drum und dran. Und ich habe natürlich diese, was heißt natürlich, ich habe einfach diese Gender-stereotypisch Jungs-Sachen gemacht, was ja auch jetzt nicht unbedingt was bedeuten muss. Aber der springende Punkt ist, glaube ich, auch beim Transsein nicht nur, dass man sich gerne irgendwie männlicher kleidet oder männlichere Sachen gerne macht, sondern es hat auch was ganz Großes eigentlich mit der Körperlichkeit zu tun. Und damals als Kind war mir das noch gar nicht so extrem bewusst, dass ich da sehr anders bin, weil Kinder sind ja irgendwie alle gleich, außer das Geschlechtsteil unterscheidet dann die Kinder. Damit konnte ich mich schon ganz früh überhaupt nicht identifizieren mit meinem Geschlechtsteil, und ich hatte auch quasi diesen gewissen Neid auf die anderen Jungs, und ich wusste, dass die anderen Jungs was anderes in der Hose haben, und da habe ich schon ganz früh eben diesen Neid verspürt. Jedenfalls, meine Eltern haben das, finde ich, sehr gut gemacht, und sie haben mich das irgendwie so ausleben lassen, wie ich das halt wollte. Sprich, ich wollte halt dann die jungstypischen Sachen anziehen und so weiter und kurze Haare haben. Das war mir alles erlaubt. Ich habe damals auch noch meinen, meinen Geburtsnamen getragen. Mit dem hatte ich irgendwie in meiner Kindzeit irgendwie gar kein Problem damit. Ich vermute, dass es damit zusammenhängt, dass ich halt einfach, ja, so mich entfalten durfte, wie ich es wollte, und das war halt ein Name. Kinder sind da ja nicht so, dass sie da so extrem unterscheiden, und das ist ein Mädchenname, das ist ein Jungenname. Ich wusste natürlich, dass es irgendwie ein Mädchenname ist, aber das war für mich irgendwie nicht so schlimm. Jedenfalls ist es dann eben so weitergegangen, dass ich im Kindergarten und auch in der Grundschule einfach wie ein Junge, wie ich es halt einfach wollte, gelebt habe, und ich hatte eigentlich eine super schöne Kindheit darauf bezogen. Ich habe aber dann in der Grundschule schon früh gemerkt, oder eigentlich wusste ich schon immer, dass ich anders bin, weil ich wusste, dass mich was von den anderen Jungs unterscheidet und dass mich auch was von den Mädchen unterscheidet, weil ich wusste, dass ich ein Mädchen bin und eins sein soll, aber dass ich es halt nicht so bin wie die anderen. Und ich erinnere mich, dass ich in der 4. Klasse, da war ja dann dieses große Ding, so jetzt geht man auf
die neue Schule, dann zur 5. Klasse. Und das sind dann auch die großen Kinder, keine Ahnung. Und da stand ich dann vor einer großen Schwierigkeit, weil ich hatte Angst. Ich hatte Angst, nicht akzeptiert zu werden, weil im Kindergarten und in der Grundschule, das waren den Kindern allen egal und ich war da komplett integriert und ich war da nicht irgendwie jemand Komisches oder so. Überhaupt nicht. Und das ist was eigentlich sehr, sehr Schönes. Jedenfalls stand ich dann einfach unter diesem auch gesellschaftlichen Druck und das ist, finde ich eigentlich schon Wahnsinn, dass man, ich weiß nicht, wie alt ist man in der 4. Klasse, 9 oder 10 schätze ich mal, dass man da schon so einen gesellschaftlichen Druck verspüren muss, finde ich Wahnsinn irgendwie. Und ich habe mich dann in diesem jungen Alter damit auseinandergesetzt und habe mich dann dazu entschieden, ich möchte mich jetzt in diese gesellschaftlich vorgegebene Rolle hineinquetschen. Und ich habe mich dann dazu entschieden, meine Haare lang wachsen zu lassen. Und ich bin mit meiner Mutter einkaufen gegangen und wir haben Mädchenklamotten eingekauft. Und es war sogar so krass, dass ich gesagt habe, ich möchte auf eine Mädchenschule gehen, weil ich dachte, was stimmt nicht mit mir und ich muss das jetzt irgendwie richtig machen. Und dachte, dass ich so ein richtiges Mädchen sein kann, so wie es von mir erwartet wird. Und es hatte mir keiner vorgeschrieben, das hat mir nicht meine Eltern gesagt, ich soll das so machen oder was auch immer. Aber ich habe schon in diesem Alter diesen gesellschaftlichen Druck verspürt. Und ich finde es eigentlich krass, dass man sich in diesem Alter schon mit so etwas auseinandersetzen muss und es auch kann. Ja, ich habe wirklich gedacht, es stimmt was nicht mit mir und ich muss das jetzt begradigen. Ich muss das jetzt richtig machen. Und das habe ich dann auch eben versucht. Und ich habe dann die nächsten Jahre wirklich versucht, als Mädchen zu leben. Und ich hatte dann nicht nur mehr Jungsfreunde, sondern nur noch, ich war noch mit Mädchen befreundet. Ich meine, das war ja auch, ich war dann auf einer Mädchenschule tatsächlich. Und da gab es natürlich auch nur Mädchen, so. Da war ich aber auch nur für 2 Jahre, glaube ich. Ich bin hab dann danach gewechselt. Und ja, ich habe dann versucht, dieses Leben so auszuleben, wie es irgendwie ja gesellschaftlich erwartet wird. Ich habe dann lange Zeit irgendwie wirklich gedacht, dass ich so bin und dass das so richtig ist und ich habe mich da auch ein bisschen verirrt, aber ich finde, es hat mir für meinen Prozess geholfen, weil ich das Ganze ausprobiert habe und zwar volle Kanne mit allem drum und dran, mit Schminken und ich weiß nicht was, um dann herauszufinden, nein, das ist nicht das, was mir gefällt. Und ich bin schon immer eine Person gewesen, die immer erst die Sachen ausprobiert hat, um dann zu wissen, ist das das Richtige für mich oder eben nicht. Das ist so, das glaube ich, was mir ganz stark geholfen hat, dass ich mich einfach in alle Richtungen ausprobiert habe, um zu merken, wer bin ich, wer will ich sein und wie fühle ich mich. Weil es ist einfach super, super schwer, seine Gefühle zu deuten, wenn man unter diesem gesellschaftlichen Druck, unter diesem gesellschaftlichen Zwang lebt. Und das ist nun mal so. Wir haben diese Geschlechterrollen. Ich habe das Gefühl, dass sich es gerade auch mehr auflöst, aber zu der Zeit gab es das nicht. Also da gab es das nicht in meinem Umfeld, dass man da gesehen hat, okay, man kann auch in andere Geschlechterrollen leben, als die, die quasi vorgegeben sind. Und ich habe mich mit diesem Thema nie befasst. Trans, das war nichts, was mir jemals in meinem Leben nahegebracht wurde. Und ich bin ganz ehrlich, zu dieser Zeit, also zu der Zeit, bevor ich mich geoutet habe, und da wusste ich natürlich, dass es das gibt. Und ich wusste, es gibt Transmenschen, aber ich bin ganz ehrlich jetzt hier. Und ich habe mir gedacht, das ist total komisch, oder? Also ich habe nie das Ganze verurteilt oder so, überhaupt nicht. Aber ich dachte, das ist das was total Komisches. Und einfach aus dem Grund, weil ich mich mit dem Thema nicht befasst habe. Aber wie denn auch, wenn es einem nicht nahegebracht wird? Und deshalb sitze ich auch hier und mache das Ganze, weil es super wichtig ist. Und ich glaube, wenn ich davon früher gewusst hätte oder mir einfach gezeigt wurde, hey, das ist was ganz Normales, dann hätte ich das vielleicht auch schon früher rausgefunden. Ich weiß es nicht. Aber kommen wir wieder zurück. Ich habe dann eben in dieser Pubertätszeit, ja, mein Leben als Mädchen irgendwie ausgelebt. Und irgendwann habe ich mich irgendwie mehr leiten lassen von mir als von meinem Umfeld. Also als nicht von meinem Umfeld, sondern von dem Außenrum, von der Gesellschaft und alles, was einen einfach beeinflusst. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mich männlicher zu kleiden. Also wenn ich dann halt wirklich einkaufen gegangen bin, habe ich dann, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Wie gesagt, ich habe mich einfach davon von mir leiten lassen
und habe automatisch dann zu den männlicheren Sachen gegriffen. Ich hatte zu der Zeit natürlich auch einen Struggle mit meiner Sexualität. Da musste ich irgendwie auch herausfinden, was gefällt mir da. Das war auch so eine Sache, die auch diese Trans-Sache sehr gebremst hat, weil ich damit auch zu kämpfen hatte, das herauszufinden. Ja, deshalb dieses, ob ich jetzt wirklich ein Mann sein will, das hat sich über eine ganz lange Zeit gezogen. Und das hat dann eben so angefangen, dass ich mich dann erstmal eben, wie gesagt, männlicher gekleidet habe und so. Ich weiß, ich muss es irgendwie ausdrücken. Ich weiß, Gender Stereotypes und was ist männlich, was ist weiblich, das kann man nicht heutzutage nicht mehr wirklich sagen, definieren, whatever. Aber das ist so meine Geschichte und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ja. Ich habe mir dann auch wieder die Haare abgeschnitten und so und es sah dann auch aus wie ein Junge. Und ich habe mich darin wohlgefühlt und ich habe mich darin wieder gefunden. Und ja, ich dachte dann auch zu dem Zeitpunkt, ja, dass ich mich so wieder gefunden habe. Und ich dachte, dass ich halt ein lesbisches Mädchen bin, das sich gerne maskulin kleidet. Und das habe ich wirklich gedacht. Das habe ich wirklich, wirklich gedacht. Und ja, so mit 14, 15, mit 15, glaube ich, hatte ich dann meine erste Freundin. Das ist auch so eine, war dann eine große Rolle auf diesem ganzen Weg. Ich hatte meine erste Freundin und habe auch meine ersten Erfahrungen gemacht. Und ich habe ganz früh dabei gemerkt, dass mir was fehlt und dass mir was fehlt, nicht irgendwie in der Beziehung wegen ihr oder whatever. Es hat überhaupt nichts mit dieser Person zu tun, sondern es hatte was mit mir zu tun. Dass mir was an mir fehlt und dass an mir was an mir fehlt, dass ich das Ganze erfüllt leben kann und ausleben kann. Und das habe ich wirklich ziemlich, ziemlich früh gemerkt. Aber ich hatte Angst und ich hatte eine Riesenangst. Und ich wollte das nicht wahrhaben und ich wollte mich nicht weiterhin damit auseinandersetzen. Aber ich wusste, dass was nicht stimmt. Und ich habe mir darüber auch schon Gedanken gemacht zu dem Zeitpunkt. Eben mit 15 war das. Und ich habe dieses Thema ganz lange Zeit beiseite geschoben, weil es mir einfach eine Riesenangst gemacht hatte. Ich hatte so viele Fragen im Kopf. Ich dachte mir, ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht machen. Ich dachte, wie wird denn jeder reagieren? Das war für mich so, nein, ich musste das beiseite schieben und ich habe versucht, mich nicht damit auseinanderzusetzen. Aber trotzdem, jedes Mal, wenn ich dann vorm Spiegel stand, beispielsweise vorm Duschen oder nach dem Duschen, whatever, habe ich mich immer gefragt, bin ich das? Will ich das sein? Will ich diese Person sein, die jetzt in diesem Körper steckt? Diese Frage hat mir so eine große Angst gemacht, dass ich dieses Thema einfach beiseite geschoben habe. Ich wollte nicht mich damit auseinandersetzen. Ich konnte das einfach nicht. Und ich habe dann immer eine Sekunde darüber nachgedacht. Ich erinnere mich so gut an diese Momente und habe mich einfach wieder angezogen und habe mein Leben wieder weitergelebt. Und einfach weg damit. Ja, so war das. Und es hat sich dann noch weitergezogen über ein Jahr oder ein bisschen länger. Ich hatte mich dann auch irgendwann schon Freunden von mir anvertraut. Einfach nur gesagt, dass ich es irgendwie vermute oder so. Das Ganze wurde aber auch irgendwie, glaube ich, nicht so ganz ernst genommen. Aber ich konnte mich selber einfach noch nicht akzeptieren. So wie ich bin. Und so wie ich fühle. Und ja, mit der Zeit, ja, habe ich weitergelebt. Ich hatte dann irgendwann eine andere Freundin, mit der ich sehr, sehr lange Zeit zusammen war. Also für mein Alter waren wir lange zusammen. Wir waren 2,5 Jahre zusammen. Ja, da kam wieder dieses Gefühl auch auf, dass ich gemerkt habe, mir fehlt was. Ich bin zwar irgendwo in der richtigen Rolle, aber irgendwo auch nicht ganz. Und ich bin ganz ehrlich, vor allem beim Geschlechtsverkehr habe ich es einfach sehr gemerkt. Ich habe das irgendwie gewusst. Aber wie gesagt, ich konnte es lange Zeit einfach nicht, wollte es nicht wahrhaben. Und das ist eigentlich dieses Traurige, weil diese Angst, die ich hatte, die hat ja ihren Ursprung wegen diesem gesellschaftlichen Zwang und diesem Druck. Wenn ich einfach gewusst hätte, hey, du kannst so sein und es ist vollkommen okay, so zu sein und es ist normal und es wird akzeptiert und respektiert, dann hätte ich diese Angst nicht gehabt. Und eben jetzt an dieser Stelle, wenn du dieses Video siehst, und jemand bist, der sich nicht sicher ist oder einfach Angst davor hat, sich zu outen, egal als was, als trans, als lesbisch, als schwul, whatever, oder einfach Angst davor hast, du selbst zu sein. Du bist vollkommen okay, genauso wie du bist und so wie du fühlst und auf deine individuelle, einzigartige Art bist du
schön, so wie du bist. Das wollte ich mal kurz an dieser Stelle loswerden. Und dann kommen wir schon wieder zurück zu meinem Riesen-Struggle, der mich lange Zeit begleitet hat. Ich hatte diese Freundin, genau. Und so nach 8 Monaten Beziehung habe ich mich ihr anvertraut. Dann hatte sie mich gefragt, wie willst du denn dann heißen? Und dann war für mich ganz klar Luca. Und dann habe ich gesagt, dass ich Luca heißen will. An diesem Tag war ich der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Wirklich, ich habe mich so, so, so glücklich gefühlt. Ich erinnere mich, ich hatte sie dann am Abend zu Bahnhof gebracht und dann bin ich nach Hause gelaufen und ich war so glücklich. Mir ist einfach ein riesen Stein vom Herzen gefallen. Und ich habe an dem Tag, als sie mich das erste Mal dann die ganze Zeit Luca genannt hat, ich habe mich so wohl gefühlt. Ich habe mich so wohl gefühlt, diesen Namen zu tragen. Und ich wusste, das bin ich. Diese Person wollte ich schon mein ganzes Leben lang sein. Und jetzt beginnt es, dass ich diese Person sein kann. Und dann hat meine ganze Transition und alles angefangen. Und ich war zu dem Zeitpunkt, das ist eigentlich total crazy, weil jetzt ist November 2020 und das war im November 2016. Das ist genau 4 Jahre her, als eben dieser Tag war, an dem ich mich geoutet habe bei meiner damaligen Freundin. Und in den letzten 4 Jahren habe ich mich sehr viel verändert körperlich. Diese ganze medizinische Transition, die Geschlechtsangleichung hat mich körperlich natürlich sehr verändert. Aber ich bin auch so, so viel glücklicher geworden. Ich habe so viel Selbstvertrauen gewonnen, so viel Selbstsicherheit. Sonst würde ich auch gar nicht vor dieser Kamera jetzt sitzen und das machen. Das hätte ich mich damals niemals getraut. Und ich hatte irgendwie auch schon den Wunsch, schon früher YouTube zu machen, aber ich habe mich einfach nicht getraut. Das konnte ich nicht. Ich war viel zu unsicher. Und hatte Angst. Ja, das ist so eigentlich die Geschichte, wie ich das herausgefunden habe. Und das ist so der Grund, warum ich das nicht in ein paar Sätzen wiedergeben kann, weil das Ganze hat sich wirklich über mein ganzes Leben, wirklich, wirklich über mein ganzes Leben herausgezogen. Und ich habe viele Jahre damit gekämpft und viele Jahre es beiseite geschoben, es nicht wahrhaben wollen, bis ich irgendwann einfach zu mir selbst stand, weil ich es einfach, glaube ich, nicht mehr ausgehalten habe, jemand zu sein, der ich nicht bin. Und das Fazit an dieser ganzen Geschichte ist, denke ich mal, würde ich mal sagen, ich wusste es schon immer. Ich habe das gespürt. Ich wusste, dass ich nicht richtig in meinem Körper bin. Ich wusste, dass ich anders bin. Aber das Ganze hat sich 16 Jahre lang rausgezogen, weil ich eine riesige Angst hatte und so verunsichert war, weil mir das Ganze nicht nahegebracht wurde, das Thema, und ich das Gefühl hatte, dass Anderssein schlecht ist, dass Anderssein nicht okay ist und dass man in eine gesellschaftliche Norm hineinpassen muss. Und ich musste selbst herausfinden, dass das nicht so ist und dass das nicht richtig ist. Und jeder darf so sein, wie er nun mal ist. Und es ist okay, so zu sein. Und das musste ich eben selbst irgendwo herausfinden, weil ich das nicht verstanden habe, dass es okay ist, anders zu sein und dass es auch schön sein kann, anders zu sein. Ja, das ist so das ganze Fazit. Ich hoffe, dass ich vielleicht jemandem mit dem Video helfen konnte, dass es vielleicht auch interessant war für euch zu wissen, was eigentlich so die Story hinter dem Ganzen ist, bei mir persönlich. Wie schon am Anfang gesagt, es gibt halt keine Anleitung dazu, wie finde ich heraus, ob ich trans bin oder wie fühlt sich das an. Ich versuche euch das irgendwie nahe zu bringen und ich denke mal auch, dass bestimmt der ein oder andere sich in ein paar Punkten, die ich vielleicht erzählt habe, wiederfinden kann, weil das mir genauso geht, wenn ich von Stories höre von anderen Trans-Personen, die davon erzählen, denke ich mir oft, ja, so habe ich mich auch gefühlt oder so war das bei mir auch. Natürlich ist keine Geschichte gleich, aber ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst mich das so gerne wissen, schreibt was in die Kommentare, gebt mir Feedback, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!